Ja, erstmal machen wir natürlich einen Beschleunigungstest ohne den Boost. Die Autobahn war dort relativ leer. Ich konnte also tatsächlich am Anfang der Beschleunigungsspur kurz anhalten und dann ging es los. Von 0 auf 210 konnte ich in einem Rutsch die Beschleunigung durchführen, bevor ich dann wieder runtergehen musste. Das seht ihr gleich im Film. Und ja, viel Spaß dabei. So, auf geht's. Von 0 auf 100 oder 200 oder mehr. 3, 2, 1, los. Jetzt vielleicht nochmal ein Spurt von 100 auf 150. Könnte ja sein, dass sich da auch irgendwas geändert hat. Beziehungsweise, dass sich da was ändert nach dem Boost. Oder von 100 bis 200 können wir auch mitnehmen. Ja, ist schon irre. Die Beschleunigung sind schon irre. Ja, das stimmt. Das sind schon beeindruckende Zahlen, schon vor dem Boost eigentlich. Man sieht hier 0 bis 50 km/h in 2,6 Sekunden, 0 bis 100 in 5,3. Das ist ein bisschen langsamer als offiziell angegeben. Eigentlich soll es in 5 Sekunden schaffen. Ja, ist ein bisschen kalt gewesen. Reifendruck ist auf 3 bar gewesen, ohne die Aero-Radkappen, die waren nicht dran. Aber dennoch, ich denke, wenn man das ein paar Mal mehr machen würde, dann würde man auch auf 5,1 oder sowas kommen. Ja, im nächsten Schritt machen wir jetzt den Boost drauf und dann geht es weiter mit dem gleichen Messung mit dem Beschleunigungsboost. Gekommen mit 2024 2,6, obwohl ich vorgestern ja erst die Dreier bekommen habe. Naja, etwas inflationär, wie die Updates hier reinkommen, aber sei es drum, müssen wir halt einen Moment abwarten und dann. So, nächster Tag. Der Beschleunigungsboost ist installiert. Acceleration Boost. Und jetzt wollen wir nochmal gucken. Von 0 auf 100. Und jetzt geht's gleich los. 3, 2, 1, 0. Ah, ich muss jetzt leider abbrechen, weil jemand von hinten kommt. Der ist auch nicht gerade langsam. Dann machen wir jetzt nochmal weiter von 100 bis 200 oder so. Mal gucken, wie weit wir kommen. 3, 2, 1, 0. Mal gucken, ob das auch noch einen Unterschied bedeutet. Also nach dem Boost. Eigentlich heißt es ja, Acceleration Boost von 0 bis 100 ist schneller und mehr nicht. Nur bis man hat 10 und gehe ich wieder runter. Das reicht wohl. So. 3, 2, 1, 0. Jetzt müssen wir laden fahren. Ach ja, das zur äußeren Bedingung. Mein Akku ist nicht mehr ganz voll. Da war nur noch auf knapp 60%. Drei, zwei, eins, null.
Ja, und das Resümee sagt, ohne Boost 0 bis 50 2,6, mit Boost 2,2, 0 bis 100 ohne Boost 5,3. Da ging es aber auch ein bisschen hoch. Also 5 Sekunden sind da schon auf jeden Fall drin. Nach dem Boost 4,5. Versprochen wurden 4,4. 100, 0 bis 150, das ist natürlich dann auch immer etwas schneller, weil man vorher ja schneller beschleunigt hat, logischerweise. Und unterm Strich bis 200 macht das dann immer halt noch eine knappe Sekunde, 0,7, 0,8 Sekunden aus. Die äußeren Bedingungen, 8 Grad, windstill, am Ende leider ein bisschen regnerisch. 3 Bar, sogar etwas mehr hat er angezeigt. Wenn die Reifen heiß werden oder warm werden, steigt ja auch der Druck scheinbar immer in den Reifen. Deswegen soll man ja auch Reifen immer nur im kalten Zustand korrigieren. Also im kalten Zustand hatte ich auf jeden Fall 3 Bar drin. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Nach diesem Boost-Test gibt es noch ein Special, ein schneller Verbrauchstest? Und zwar der Stefan hatte mich gebeten, doch einfach mal einen Test zu machen mit deutlich höheren Geschwindigkeiten, wie hoch denn da jetzt, wo der Durchschnittsverbrauch ist. Und das habe ich mit Hilfe der Trip-App im Fahrzeug gemessen: einmal bei 150 bis und einmal bei 170. Und ja, das seht ihr jetzt, was dabei herauskam. So, Okay, jetzt. so eine Verbrauchsfahrt von genau 150 mit dem Tempomaten. Schneller kann man ja eh nicht fahren mit dem Tempomat. Und er zeigt uns hier unter Trip A den Verbrauch umgerechnet auf Kilometer bzw. 28,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Da müssen wir ein bisschen länger halten, die Geschwindigkeit, um einen genaueren Wert zu haben. Hält, wundert mich eigentlich, normalerweise sollte es 150 sein. Ich drehe mal jetzt so ungefähr. 50. Ja, jetzt sind wir bei 28,4. Ja, das wäre dann der Verbrauch auf 100 Kilometer, wenn man permanent 150 fährt. Bei 9 Grad. Ist ja nicht relativ windstill, also Gegenwind oder so werden wir auch nicht haben. Ja, es pendelt sich hier unten, sehen wir es ja auch in dem kleinen Menü hier, 28,6. Er bleibt unter 30, oh, ja, unter 29 im Schnitt. So, jetzt versuchen wir es gleich immer bei 170. Wenn der Verkehr es zulässt hier. Es fängt auch langsam an zu regnen, leider Gottes. Kann ich leider nicht mit dem Tempomat machen, weil ich eben halt. Ja, da geht er nur bis 150. Wir sind bei 35 Kilowattstunden. 35,5. Sind wir jetzt, ja. Ja, also 35, 36 Kilowatt. Jo, der Fisch ist angegangen, ganz ehrlich.